Hallo und Gude zurück hier aus Frankfurt nach der Länderspielpause mit unserem Magazin Im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Bevor wir aber auf unseren nächsten Gegner, den SC Freiburg, zu sprechen kommen, erstmal zu unseren Eintracht Frankfurt Frauen. Denn bei denen läuft es zurzeit so richtig gut. Ungeschlagen daheim, punktgleich mit Bayern München und Tabellenplatz 4. Wir haben Laura Feiersinger einen Tag begleitet und exklusive Einblicke in ihren Tagesablauf erhalten. Was eine Überraschung! Hi liebe Eintracht-Fans, ich bin Laura Feiersinger und ihr habt heute das Vergnügen, mich einen Tag lang zu begleiten. Let's go! Mit wem verstehst du dich denn in der Mannschaft am besten? Ja, schon mit der Verena. Dadurch, dass ich mit ihr damals mit 17 Jahren eigentlich von Österreich zusammen weggegangen bin. Wir sind jetzt fast 10 oder 11 Jahre zusammen in der Bundesliga. Zwischenzeitlich waren wir mal 2-3 Jahre getrennt, aber jetzt sind wir wieder zusammen beim selben Verein. Und mit der Verena habe ich eine ganz spezielle Verbindung. Sie ist eigentlich wie eine Schwester für mich und deshalb ist es die Verena. Max, das ist meine Stadt. Laura, ich habe dich mal gegoogelt. Ich habe mal geschaut, was sind die meisten Suchanfragen, wenn man Laura Feiersinger googelt. Das erste war, hat Laura Feiersinger Instagram? Ja, hat sie. Hat sie. Laura Feiersinger Beziehung? Nein, habe ich keine. Dann erübrigt sich fast auch schon die nächste Frage. Es wurde nämlich gegoogelt, Laura Feiersinger verheiratet. Oh, nein, was steckt dahinter? Nicht. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendeine Schlagzeile. Ach, oder könnte sein, ja. Kann sein, dass die Leute interessiert dran waren. Gut. Der Hinti, wir haben uns ja davor nicht wirklich gekannt. Wir waren beide bei Salzburg oder haben beide in Salzburg gewohnt. Haben uns eigentlich so durch Frankfurt erst so persönlich kennengelernt und er ist ein richtig cooler Typ, sehr, sehr bodenständig und ich mag ihn sehr gern. Nächstes mit meiner Schwester. Sie ist eigentlich, eigentlich mit meiner beste Freundin so. Wir sind uns sehr ähnlich, ab und zu auch ein bisschen anders. Ich würde sagen, sie ist ein bisschen zickiger. Aber sie mag Mode sehr gern, ich auch. Ich habe es ein bisschen so von ihr mitbekommen, von meiner Mama. Und dort waren wir in Augsburg, weil ich sie besucht habe dort. Wie kam es dazu, dass ihr beide so modeaffin seid? Ich glaube, es ist ein bisschen so irgendwie in unserer Familie so drin. Meine Mama ist sehr modebewusst, aber meine Tanten, mein Cousin liebt Mode. Irgendwie ist es so einfach so reingekommen und ja, es wird jetzt immer so ein Stück weitergegeben. Und das lebt ihr beide zum Beispiel jetzt beide ja aus? Ah ja, sehr cool. Ja. Gut, das war's schon, danke. Den ganzen Beitrag könnt ihr dann ab Freitagabend exklusiv bei Eintracht TV Plus sehen. Ein ehemaliger Adlerträger, Johannes Flum, der hat nicht nur eine Verbindung zu Eintracht Frankfurt, sondern auch zum Gegner am Wochenende, dem SC Freiburg. Und mit dem werde ich jetzt sprechen. Johannes, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du warst von 2013 bis 2017 Adlerträger hier. Was nimmst du denn aus deiner Zeit in Frankfurt mit? Ich nehme ganz, ganz viel Positives aus der Zeit mit. Habe tolle Leute kennengelernt, habe sensationelle Fans kennengelernt und was natürlich hängen bleibt, ist, dass wir in der ersten Saison, in der ich da war, die Europa League erleben durften und auch mitgerockt haben und damals dann auch ein bisschen unglücklich im Achtelfinale ausgeschieden sind, aber diese ganzen Fanfeste, die wir nicht nur in Frankfurt, sondern auch auswärts geliefert haben, die werden auf jeden Fall ewig in Erinnerung bleiben. Das glaube ich dir. Hast du denn vielleicht auch noch Kontakt zu deinen ehemaligen Mannschaftskollegen? Ich habe noch vereinzelt Kontakt, genau zum Sebastian Rohde zum Beispiel, mit dem ich mich damals schon gut verstanden habe. Der ist ja dann nach meinem ersten Jahr gegangen, der ist jetzt wieder da. Mit dem habe ich Kontakt. Makoto Hasebe ab und zu mal, weil er jetzt auch den Trainerlehrgang mit mir zusammen macht oder den Trainerschein. Genau, und da hatten wir die ersten Tage jetzt in Frankfurt zusammen. Das war total interessant. Und sonst kann mal sein, dass man mit dem einen oder anderen oder wenn man von Christoph Preuß mal eine Info braucht, dass man da mal eine Nachricht hinterlässt.
aber vereinzelt dann mit Sebastian oder mit Makoto. Jetzt am Wochenende geht es für unsere Eintracht nach Freiburg zu deinem jetzigen und deinem ehemaligen Verein. Das Freiburger Stadion ist ja auch neu. Hast du da schon mal reinblicken können? Ja, ich habe das Privileg gehabt, dass ich da mitspielen durfte, sogar bei der Saisoneröffnung oder bei der Stadioneröffnung. Entschuldigung, genau. Und das war total cool, weil es war dann auch noch gegen einen meiner drei Vereine, in denen ich gespielt habe. Das war St. Pauli und da durfte ich dann, das war eine feine Geste von Christian Streich, da durfte ich mitwirken für ein paar Minuten und durfte das Stadion dann auch miterleben. Und da können sich alle Eintracht-Fans total freuen, weil es eine super Atmosphäre ist und was Neues ist natürlich dann auch immer spannend. Am Sonntag geht es dann für uns zu euch ins Europaparkstadion. Freiburg ist zurzeit ja ziemlich stark. Defensiv vor allem ziemlich stark. Was glaubst du, was für eine Partie das werden kann? Ja, du hast ja schon ganz viel vorweggenommen und richtig gesagt. Freiburg ist sehr, sehr stabil dieses Jahr. Also unsere Profis. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr intensive Partie, weil Frankfurt auch ein hohes Tempo gehen kann, das haben sie schon gezeigt, auch wenn sie nicht immer die Ergebnisse hatten, aber ich finde, die Art und Weise hat gestimmt. Und bei Freiburg, muss man sagen, passt es dieses Jahr sehr, sehr gut. Ich finde, die haben eine gute Mischung und hinten haben sie einen sehr, sehr guten Torhüter und natürlich auch gute Verteidiger, aber es passt, glaube ich, so das Ganze passt gerade im Moment bei ihnen sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass sie jetzt dieses Momentum haben mit dem neuen Stadion und mit der tollen Atmosphäre. Und deswegen wird es, glaube ich, für Frankfurt sehr, sehr schwierig, da was mitzunehmen. Für wen schlägt dein Herz denn am Wochenende einen Schlag höher? Ja, ich glaube, ein Schlag höher ist definitiv hier beim Sportclub, weil ich bei dem Verein auch in der Jugend groß geworden bin, meine ersten Schritte im Profibereich machen durfte. Und deshalb schlägt das Herz schon für den Sportclub und bin ja auch aktiv hier. Aber sonst darf die Eintracht gerne alle anderen Spiele der Saison gewinnen. Danke dir, Johannes, dir auf jeden Fall auch alles Gute. Und ich bin natürlich gespannt, wie es am Ende dann tatsächlich ausgeht. Dafür habe ich auch unseren Experten Erwin Skehler heute hier, der uns eine Einschätzung zum Aufeinandertreffen geben wird. Hallo Erwin. Hallo. Erwin, Freiburg hat zurzeit einen richtig guten Lauf, Tabellenplatz 3. Die haben nur gegen die Bayern verloren und haben die beste Defensive in der Liga. Wo siehst du denn die Stärken der Freiburger? Ja, das ist alles gesagt. Das ist, wenn die beste Defensive ist, erstmal da gewinnt man auch Punkte, weil offensiv macht man immer ein Tor und wenn man immer zu Null spielt, dann hat man gute Chancen zu gewinnen. Die Stärken sind Trainer an erster Stelle für mich, eine grandiose Arbeit seit 9 Jahren, dass der dort macht. Die ganze Abteilung, Scouting-Abteilung, dass die immer wieder Spieler weggehen. Die holen wieder Spieler, auch von der Jugend auch viele Spieler. Und natürlich zu Recht stehen die auch jetzt im dritten Tabellenplatz. Mhm. Gerade gegen Bayern München gab es jetzt eine Situation, die wir uns gerne mal anschauen können. Und zwar können wir hier mal über die Defensive der Freiburger sprechen. Es sieht man schon, dass die Bayern natürlich mit Davids einen offensiven Außenverteidiger haben, aber in unserem Fall könnte auch der Philipp Kostic sein. Und was die Freiburger in dem Moment was falsch machen, natürlich sind die genügend Leute da hinterm Ball oder genügend Spieler, wenn man auch sehen kann, aber die fokussieren nur auf den Ball und die gucken gar nicht, was da passiert in der Rückraum. Und das kommt immer so ein Pass in den Rücken der Abwehr und dann haben die Abwehrspieler dann Probleme und da müssen wir in dem Falle sehr viel nachrücken. Wir müssen eine Boxbesetzung haben, dass wir uns genügend Leute da haben, dass wir uns auch dann die Freiburger wehtun können. Gerade auch in Standardsituationen sind die Freiburger nicht schlecht. Das heißt, nicht nur die Defensive, sondern auch die Offensive ist zurzeit ziemlich stark und könnte zu einem Problem für uns werden. Was sagst du denn zu der Situation hier gegen Fürth? Ja, die Freiburger natürlich sind sehr, sehr gefährlich in der Standardsituation, auch wenn in diesem Fall ein bisschen Glück haben mit dem Pfostenschuss und dann auch den Torhüter anrücken. Aber die laufen sehr gut, wenn man auch gesehen hat, dass wie der Spieler vor dem Abwehrspieler von dem Gegner kommt, im Kopfball. Gute Standardsituation, gute Schützen auch mit dem Grifo, auch den guten Elfmeterschütze. Und von daher, wir müssen da ehrlich aufpassen. Wie in jedem Spiel, die Standards sind heutzutage sehr, sehr gefährlich. Die Mannschaften trainieren das ständig und das muss man nur konzentriert sein und immer mit dem Mann durchlaufen und nicht dann einfach zum Kopfball freikommen und das, weil es gefährlich ist. Und solche Spiele kann man auch durch Standards auch entscheiden. Wie das Ganze letztendlich aussehen kann, lass uns das mal an der Taktiktafel besprechen. Okay, das ist jetzt das System, das wir zuletzt gespielt haben, das aber auch die Freiburger zuletzt gespielt haben. Bist du der Meinung, so könnten wir am Sonntag auch auftreten?
Ja, erstmal muss man gucken, wie die Stand des Spielers praktisch, der Fitness des Spielers ist. Der Trainer weiß schon ganz genau, wer am meisten jetzt hier, was auf die Länderspiele, was wir hatten, wer und was von dem körperlichen Zustand ist. Aber wenn wir so in ein System mit drei, jetzt wie steht 4-2-1, mit zwei Zehner und mit einem Stürmer da vorne und die Freiburger wie zuletzt in 3-4-3 spielen, dann sehe ich schon für uns Riesenvorteile, was das jetzt hier betrifft, im Mittelfeld. Man sieht auch, wir haben zwei Zehner mit, oder ein Achter und Zehner kann man nehmen, und mit zwei klaren Sechser, wo wir uns auch sehr gut in der Balance sind, wo wir uns auch den Ball verlieren, dass wir uns trotzdem Leute hinterm Ball haben. Aber hier in der Mitte, man sieht ganz genau 4-gegen-2-Situation, wo wir durch die Mitte hier in diesem Quadrat hier sehr gut kombinieren können, Überzahlspiel schaffen können, dass wir hinter die zwei Sechser kommen und dann nach vorne natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir den Boxbesetzung mit dem zwei Achtern und mit dem Stürmer sowieso und über außen mit dem Flanken über Philipp oder rechte Seite. Aber wie gesagt, da sehe ich schon unsere Vorteile, was Ballbesitz betrifft, durch den Zentrum. Weil außen haben wir immer 1-gegen-1-Situation, auch hier 1-gegen-1-Situation. Wenn die auch gut verschieben, dann haben wir sogar 2-gegen-1-Situation, wenn wir die außen nicht benutzen. Und von daher, wir müssen durch die Mitte gut kombinieren und dann wird wir uns direkt offen eine Situation, warum nicht 3-gegen-3 hier vorne kommen. Das heißt, wir müssen im Prinzip das Zentrum nutzen, die Räume, die wir hier bespielen können, nutzen, um dann am Ende ein Tor machen zu können, So oder? würde ich das sehen, wenn ich die Formation so sehe. Wenn es das andere Formation von Freiburger ist, ist es ein ganz anderes Spiel. Aber jetzt, wenn wir so sehen, dann ist es auch wichtig, was wir uns vorhin auch beim Bayern gesehen haben, dass wir uns unbedingt mit einer Achter oder mit einem Zehner hier in der Sechzehner reinkommen, weil der Stürmer zieht dann weg, den einen von den Abwehrspielern, und diese Räume müssen wir belaufen, weil die Freiburger dann stehen dann hinten 3-gegen-3. Was glaubst du denn, wie können wir Freiburg knacken, beziehungsweise was glaubst du, wie wird das Spiel ausgehen, wenn die Aufstellung so bleibt? Ja, wie gesagt, wir haben Riesenvorteile, was das betrifft in dem Zentrum, weil aber wir müssen auch kombinieren. Wir müssen auch Fußball spielen. Die Freiburger natürlich sind sehr, sehr aggressiv, aber wir müssen ihr zutrauen. Wir müssen mit Mut hier kombinieren, dass wir uns dieses Überzahlspiel in der Mitte schaffen, und dann haben wir Räume, weil wir sind ganz klar, dass die Außen sehr hoch sind. Ja, und dann können die nicht schaffen, mehr das zu doppeln, und hier hinten dann in der Situation, wo wir 1-gegen-1 hier gehen, wo wir uns 2-gegen-1 hier gehen, und dass wir uns in der Box Doppelbesetzung oder sogar auch Dreifachbesetzung. Dein Tipp für Sonntag? Ich tippe auf 0-1. Gut, Erwin, dein Wort in Fußballgottes Ohren, 1-0. Wir sind natürlich gespannt und hoffen auf die 3 Punkte. Danke dir für deine Expertise. Dankeschön. Einer, der wieder zurück im Mannschaftstraining ist nach etwas längerer Verletzung, ist kein geringerer als Gonzalo Paciencia. Und wir haben mit ihm gesprochen. Ich habe gut gefühlt. Ich habe keine Schmerz mehr. Aber ja, ich habe noch 2 Training mit Mannschaft. Und ja, ich brauche mehr ein, zweimal Training. Aber ja, ich bin fit und ich bin glücklich. Ist wieder gut, dass ich bin zurück. Und ja, ich will bleiben im Platz. Ist gut. Ist nicht immer gute Zeit, wenn du bist raus. Du kannst nicht hilft die Mannschaft. Aber ja, ich weiß, von die ersten Moment, dass ich nicht so lange, so war relativ einfach. Aber ja, jetzt ich bin hier und ja, ich muss arbeiten jetzt. Ich muss trainieren. Und ja, ich bin mit Mannschaft und alles sind eine Option, aber ja, ich muss trainiert mehr. Ich war jetzt 2 Wochen raus und aber ja, ich bin immer bereit, das Wort von der Mannschaft. 1, 2 oder 19 Minuten. Ja, in Freiburg auswärts ist immer schwer, aber ja, ich habe auch gewonnen da mit Frankfurt. Ich habe auch Niederlande da, ich denke. Ja, und auch nicht gewonnen. Alles kann passieren in der Bundesliga, aber wir müssen immer denken über unsere Mentalität. Und wenn wir die richtige Mentalität haben, wir können gewinnen. Also, der Fußball, du hast Taktik, du hast Qualität, aber die Mentalität ist sehr, sehr, sehr richtig. Gonza, wir drücken dir natürlich ganz fest die Daumen, dass auch du bald wieder deine Minuten auf dem Platz sammeln darfst. Alle Auswärtsfahrer dürfen sich am Wochenende auf einen neuen Anreiseweg nach Freiburg freuen, denn der SC Freiburg hat ein neues Wohnzimmer.
Das Europaparkstadion. 34.700 Zuschauer finden Platz in der neuen Arena und damit 10.000 Plätze mehr als das alte Dreisamstadion. Alle Informationen zur Anreise findet ihr auf der Freiburger Website. Das war's wieder mit Im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Auch Eintracht FM ist am Sonntag wieder 90 Minuten mit Live-Emotionen vor Ort. Allen Auswärtsfahrern wünschen wir natürlich eine gute Anreise und bleibt bis dahin gesund. We'll be right back.